Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Ich hab mal wieder Lies of P gestartet. Ich bin ja noch nicht durch mit dem Spiel. Der letzte Gegner, vor dem ich stand, der hat mich ein bisschen geärgert. Daran kann ich mich noch erinnern. Aber lange nicht so viel wie die Gegner in Sekiro. Deswegen habe ich Hoffnungen, dass mir das hier jetzt einfacher fallen wird und ich hier jetzt Fortschritt machen kann. Deswegen wollte ich es einfach nochmal probieren und das Spiel irgendwann mal abschließen. So, ich bin mir nicht ganz sicher, wo ich nochmal hin musste. Ich weiß, es ging irgendwo eine Leiter hoch, direkt ums Eck, und dann war ich schon beim nächsten Gegner. War das hier? Da steht einer. Glaub nicht, dass es hier war. Hier? Hier? Ich glaube hier. Die live dabei sind, bitte gerne sagen. Ah ja, hier geht's lang. Genau. Bitte gerne sagen, wie der Stream aussieht. So, ich muss mich nochmal komplett mit der Steuerung auseinandersetzen. Ich habe keine Ahnung. Hier oben steht nämlich so ein ganz mieses Stück. Wie war denn die Nummer hier nochmal, ey? Das gibt's ja gar nicht. Nein! Konnte ich nicht irgendwie, wenn sie so leuchtet. Stopp! Nein, nicht hauen, nicht hauen jetzt. Nicht mehr hauen. Nee, ja. Stream läuft gut. Dankeschön für den Hinweis an der Stelle. Danke fürs drauf achten. Nur ganz wenig gesehen von Lies of P. Ist schon cool. Also ich habe minimale Lags hier teilweise, aber das sollte... Damit müssen wir jetzt erstmal klarkommen. Ich denke, ich werde tatsächlich den Computer mal neu installieren und alles frisch machen. Der läuft jetzt ja auch schon eine Weile so. Wie viel Ergo schleppe ich denn hier eigentlich? Nicht so viel. Alter Schwede, ich muss echt erstmal klarkommen. Schon platiniert. Nice. Ich weiß nicht mal mehr, ob diese 5000 Ergo, ob die es wert sind, dass ich mir die zuerst schnapp oder ob ich einfach einmal hier reinknall. Solange sie noch... Nee, Störung ist nicht gut, die killt einen instant. Check's nicht mehr. Ich check's nicht mehr. Heftig. Harte Nummer. Harte Nummer.
Ja, das ist ein harter Miniboss, ja. Der hat mich auch zum Aufgeben, zum vorerstigen Aufgeben, kann man das so sagen? Weiß ich gar nicht. Geht bestimmt. Gezwungen. Weil mich das so hart getriggert hat. Zu dem Zeitpunkt. Jetzt mittlerweile, glaube ich, kann es gar nicht mehr so schlimm sein. Weil, ja. Ich habe Schlimmeres gesehen. Nee. Wieso kriege ich es nicht hin, da auszuweichen? So, und wie war denn das jetzt noch? Shit, zu spät dran. Was muss ich nochmal machen, wenn sie leuchtet? Ich weiß es gar nicht mehr. Fuck off, ey. Bloodborne und Dark Souls unterscheiden sich doch gar nicht so arg, oder? Also ich müsste Bloodborne auf jeden Fall mal noch zocken, aber... Habe ich ja auch vor. Das soll ja auch dieses Jahr noch kommen, irgendwann. Da fehlt mir allerdings die PlayStation noch. Fuck! Es ist auf jeden Fall ein bisschen langsamer als Sekiro, was die Inputs betrifft. Ich habe nicht so viel... Bei Sekiro reagiert er schneller auf ein Abwehren. Das Abwehren muss ich hier in dem Spiel einen Ticken früher drücken. PlayStation Plus holen und dann Bloodborne auf dem PC in der Cloud streamen. What the fuck? Ich kann die PlayStation Games in der Cloud auf dem PC streamen? Wait, dann könnte ich ja ohne PlayStation... Kann ich dann auch Demon's Souls zocken? Ist da Demon's Souls auch dabei? Alter Schwede. Ich check's nicht. Sollte ich vielleicht ein bisschen mehr ausweichen bei ihr? Ich will immer perfekt blocken in dem Spiel. Dann brauche ich ja gar keine PlayStation. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Muss ich mir halt einen PlayStation Network Account machen. Wobei ich wahrscheinlich einen hab.
Ein PlayStation Controller? Ernsthaft? Kann ich das nicht mit meinem Xbox Controller machen? Warum muss das ein PlayStation Controller sein? Früher drücken für das Ausweichen. Viel früher drücken fürs Ausweichen. Alter, und sie trifft trotzdem. Wie früh muss ich denn hier Ausweichen drücken? Ich check's nicht. Das sagen die zumindest auf ihrer Homepage. Fuck. Warum sollte ich einen PlayStation-Controller für ein Streaming-Ding? Also das wäre irgendwie ein bisschen assi. Vor allem, weil ich mit einem fucking PlayStation-Controller einfach nicht spielen kann. Ich finde die Dinger ganz schrecklich. Nichts gegen die Leute, die damit klarkommen, aber für mich ist halt der PlayStation-Controller der schlechteste Controller, den es gibt. Für mich persönlich. Da ist der 5-Euro-Controller aus dem Discounter wahrscheinlich besser. Aber das liegt auch an meiner Ergonomie, Geometrie, keine Ahnung. Ich habe sehr große Hände. Ey, in welche Richtung soll ich hier ausweichen? Gewöhnungssache. Wenn ich von Anfang an den PlayStation Controller gespielt hätte. Weiß ich nicht. Nee, da hätte. Ich weiß nicht. Für mich war das nie. Gut, den Controller. Ich habe das jetzt schon öfter mal gezeigt mit dem Controller. Ich habe nicht die Spitze meines Daumens auf dem Stick, sondern bei mir liegt. Warte, ich zeig das gerne nochmal kurz. Bei mir liegt der Daumen so drauf und nicht so. Und dadurch, dass beide Daumen so drauf liegen und wenn ich dann die Finger aufeinander zubewege, bei einem PlayStation-Controller stoßen meine Daumen aneinander, weil die hier unten sind, so. Wenn ich dann das mache, dann habe ich Probleme, gleichzeitig nach links zu gucken und nach rechts zu laufen. Und deswegen müssen die bei mir versetzt sein. Da kann man sich so versuchen, so lang dran zu gewöhnen, wie man will. Das geht, glaube ich, nicht. Ich weiß noch, dass ich damals schon, als ich das letzte Mal probiert habe, so krasse Probleme bei ihr hatte. Ich verstehe nicht. Alter, ich check's nicht. Ich check's nicht. Switch Joy-Cons. Oh Gott. Diese winzigen Dinger in meinen Händen, nee.
Der Switch Pro Controller, der ist ganz gut. Wait. Ah nee, hä? Kann ich nicht irgendwie? Ich dachte, wie funktioniert denn das nochmal? So. Jetzt hat. Ah, okay. Wie funktioniert denn das nochmal mit diesem, wenn sie grün, wenn sie unten leuchtet? Was muss ich denn da nochmal drücken? Ach, jetzt passiert die Nummer, stimmt. Ich vergaß. Hör auf jetzt! Verdammte Axt! Flippo, grüß dich! Mann! Aber ich bin zumindest bis zur Hälfte. 50% HP haben wir geschafft. 50% habe ich geschafft. Man muss ihn halt killen. Man muss ihn killen. Wait, also, nee, warte. Nee, scheiße. So und dann so. Nope. Vielleicht ist die Waffe auch ein bisschen langsam. Was habe ich denn? Was habe ich denn noch so dabei? Was habe ich denn noch so dabei? Das ist eine plus 8er. Hier, den Uhrenzeiger plus 6. Na, die ist, glaube ich, ein bisschen schneller. Ich probiere das mal, aber ich bin mir nicht sicher, ob das gut ist. Ich feiere die Feuerwehr-Axt, die feiere ich schon hart. Die ist schon echt gut. Aber vielleicht taugt der Zeiger hier mehr. Mal sehen. Ey, ich weiß nicht, soll ich da nach links ausweichen vielleicht? Bei diesem Angriff, wenn sie den macht, den roten? Ich weich.
Welches Bild hast du? Ich habe überhaupt kein Bild. Weißt du, wie viel Ahnung ich von diesen Spielen habe? Ich bin doch der ahnungsloseste Souls-Spieler, den das Internet kennt, ey. aber du meinst bestimmt hier sowas. Ja, Entschlossenheit 32, Technik 25. PlayStation Plus Sache in Discord schicken, kannst du machen. Dann sollte ich mal gucken, genau, da war ja was. Entschlossenheit und Technik. Entschlossenheit und Technik. Also das passt schon auch. Ah ne. Doch. Entschlossenheit, Technik. Entschlossenheit, Technik. Heiliges Schwert der Arche. Das ist so ein schweres. Man darf halt weniger oft angreifen mit dem. Oh, ich habe einen ganz schweren. Alter, okay, vergiss es, das Schwert ist zu schwer. Das Schwert ist definitiv zu schwer. Wobei, Pat, aktuell ist es so, dass ich da noch gar nicht. Eigentlich habe ich so viel anderes Zeug noch vor mir. Also ich weiß nicht, wann ich dazu komme, mir das mal anzugucken. So, warte mal, wie viel? Minus 37, Pulszellenladung, Fabelladung, ist alles weniger, ne? Gewicht geht halt ein bisschen runter. Ich bin mit der Feuerwehr-Axt schon am weitesten gekommen, das passt schon. Ich laufe jetzt da halt immer wieder rein, bis es klappt. Irgendwann wird es schon schief gehen. Grundsätzlich weiß ich ja, was sie kann und muss eigentlich auch nur noch die richtigen Tasten im richtigen Moment drücken. Nur noch. Nee, nach links ausweichen. Nach links ausweichen. Ah, wie ich es hasse. Ey, ich drück doch ausweichen. Was ist denn das hier? Hör mal auf jetzt! Ich hab gesagt, hör auf jetzt! Mann! Es geht. Ich kann mich sehr gut hier dran erinnern, mittlerweile. Es geht wieder so los, wie es aufgehört hat. Die nervt. Die nervt richtig übel. Ich werde hier einfach auf gut Glück versuchen durchzukommen, denke ich. Tief durchatmen. Ja. Nachher wird's nur schlimmer. Nachher wird's nur schlimmer. Hiernach folgt eine Sekiro-Aufnahme.
Ey, ach komm, halt doch die Fresse, ey. Nein! Fuck! Ey! Nee, 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 ganz, ganz schlechte Idee. Meine gute Lady. Nee, ich habe keine Heilung mehr. Scheiße. Ey, ah, fuck off, ey, ganz ehrlich. Oh, Mann. Ich muss viel zu oft heilen für die Nummer. Aber nach links ausweichen geht bei ihr viel, viel besser. Ich wurde weniger oft getroffen. War nicht ganz so schmerzhaft. Und jetzt habe ich auch nicht mehr das Gefühl, dass ich getroffen werde, obwohl mein Timing passt, wenn ich nach links ausweiche. Anstatt nach hinten oder nach rechts. Ein Ergo, wuhu! Try Hard Tuesday, finde ich super. Finde ich super. Guter Name, mach ich. Wird gemacht. Nee, was? Was ist das denn? Nein! Stopp! Hören Sie bitte auf! Ich drück doch! Ja, ich drück doch 100 Mal, Mann! Ja, ohne Ausdauer geht natürlich eh nix. Ohne Ausdauer geht halt nix. Könntet ihr nicht zu zweit? Zu zweit ist das gemein. Ich bin auch alleine. Nee, 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 nicht zu zweit, haben wir gesagt. Hilfe! Nee, nein, nicht die Störung. Oh oh, scheiße. Oh, muss ich zweimal den Scheiß machen, ey.
Oh Mann, ey. Nein, nicht zu zweit verprügeln. Das ist unfair. Das lernt man im Sportunterricht in der Grundschule. In der Umkleidekabine. Jetzt heilt die andere. Ich habe jetzt so viel heilen müssen. Pausenhofschlägerei. Ja, voll. Nee, das dauert ewig. Das dauert ewig. Das dauert ewig. Hören Sie bitte nicht. Okay. Nein, uncool. Ah, keine Ausdauer gehabt. Scheiße. Ob ich wohl in anderthalb Stunden durch sie durchkomme? Schwierig. Fucking hell. Ja, fall die Leiter runter. Das wär mir lieb. Hallo. Oh, man kann tausendmal auf Ausweichen drücken, aber er meint, nee. Nee, heute nicht.
Ach, das ist so eine Arschnummer, dass sie sich hier dupliziert, ey. Das ist einfach so nicht cool. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Na, im falschen Moment. Alter Schwede. Ich hasse es. Ich hasse sie so sehr. Das erinnert dich an deine Mathelehrerin. Im falschen Moment dupliziert, oder was? Oder hat die auch immer so rumgeschrien? Prothesenmodule? Meinst du das hier? Theoretisch. Theoretisch würde ich damit arbeiten, ich bin aber, glaube ich, ein bisschen zu dumm dafür. In der einen oder anderen Situation hat es mir schon echt geholfen. Gerade Aegis ist ziemlich nice. Aber er hält das Ding auch nicht hoch, verdammt! Er braucht einfach 10 Jahre, bis er dieses Ding hochhält. Ich wollte es jetzt gerade benutzen, aber... Pff. Man drückt drauf und dann braucht er noch 5 Sekunden. Was? Die Taste hast du aber bisher in deinem Durchspielen kaum benutzt. Was soll ich machen? Oh, scheiße, jetzt habe ich eine draufgekriegt. Ja, das ist ein Pflicht-Miniboss. Ein leichter? Das ist kein leichter Miniboss, Niki. Du lügst doch. Ach, leider. Okay. Nimm das Ding hoch jetzt. Er nimmt's nicht hoch. Er braucht 10 Jahre. Auf die Fresse! Auf die Fresse! Auf die Fresse! Oh, ätzend. Warum probiere ich es überhaupt? Ich glaube, da gibt es auch noch Prothesenmodule, da kann ich sie mit anzünden. Vielleicht wäre das eher was. Ich glaube, es gibt einen Flammenwerfer. Vielleicht versuche ich sie einfach mal anzuzünden. Durchgehend. Und dann bewerfe ich sie mit Elektrozeug und keine Ahnung. Was kann ich jetzt tun? Ah, okay, jetzt, das wollte ich. Die ganze Zeit schon, die ganze Zeit schon wollte ich diesen Dinger haben. Mich.
Nicht so, nicht so! Nicht zu zweit! Verdammte Axt! Man hämmert auf Ausweichen, aber es passiert einfach nichts. Ich hämmer auf die Taste. Was ist denn mit diesem Spiel los? Gibt's ja gar nicht. Die Recovery Time, nachdem man getroffen wurde, ist einfach insane lange. Ja, ich bin eigentlich auch ein Freund vom perfekten Block in dem Spiel hier. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Der Kampf gegen Romeo war der Shit mit perfektem Blocken. Ich habe mich zwar auch ab und zu aufgeregt, aber das hat trotzdem richtig Spaß gemacht. Aber bei ihr, sie ist anders nervig. Ah, fuck. Ja, das ist eine schöne Scheiße, ne? Das ist eine richtig schöne Scheiße. Muss man ganz ehrlich mal sagen. Ich hatte gehofft, dass ich sie jetzt, nachdem ich doch so viel mehr Übung in diesen Spielen habe, ein bisschen leichter wegbekomme. Aber nee. Der gefühlt härteste Boss in dem Spiel ist einfach ein Miniboss. Warte mal, kann ich nicht noch irgendwie irgendeine Kleinigkeit hier? Kann ich nicht mit irgendwas auf sie werfen? Ja, guck mal. So eine dicke Wurfkugel nehme ich mal mit. Und was nehme ich noch mit? Ein paar Rohre. Schauen wir mal, was die mit ihr machen. Ich hab davon ja einen Haufen. Okay, damit kann ich vielleicht aber auch den Bot, den sie holt, mit reinholen. Mit killen. Das war insane. Und das war einfach super wichtig. Wow, die Kugeln waren's. Nee, ach Mann, nein! No! Ah, oh, das war knapp und ich hatte noch Heilung übrig. Ah! Oh, ist das ärgerlich. Jetzt müsste ich aber noch ein paar Kugeln und Dinger haben eigentlich. Genau, ich habe noch Kugeln keine mehr. Oh, schade, schade, schade. Was haben wir stattdessen noch?
Mit was kann ich noch nach ihr werfen? Streugranate. Klingt auch gut. Nehmen wir die. Lukas, grüß dich. So close. Oh. Verdammte Axt. Ah, nicht zu zweit. Unfair, zu zweit. Oh Gott. Ja, das war's, oder? Yes! Oh, schön, dass ihr alle am Start seid, Leute. Flippo, habe ich schon Hallo zu dir gesagt? Weiß ich gar nicht. Wenn nicht, hallo. Und schön, dass ihr da seid. Ah, oh, gut. Nice. Hast du... Danke. Danke für die 100 Bits. GZ-Jab hast du. Jab. Oh oh. Was ist hier los? Warum habe ich so wilde Musik eigentlich? Hätte ich vorher zu einem Leuchtfeuer gehen sollen? Ich kann meinen Controller nicht. The hotel is under attack. So, Moment, erstmal Stufenaufstieg. Keine Ahnung. Geht gar nicht. Wieso geht es nicht? Nicht genug Ergo. Warum sagt er mir dann, dass ich das kann? Ich habe vergessen, wie die Nummer hier funktioniert. The Stargazer isn't transmitting. And I'm not sure why. Ah, this was a bust, pal. Let's get back to the hotel, quickly. You know, walking works. Let's walk. Okay, ich muss laufen.
Zum Hotel. Da ist der Zirkus. Scheiße, wo geht's zum Hotel? Wahrscheinlich da lang, wo der Gegner sitzt, ne? Na dann mal los. Das Spiel lief schon mal wesentlich flüssiger bei mir. Wie gesagt, ich habe aktuell echt Probleme mit Grafiktreiber und so. Ich habe vor anderthalb Wochen einen Grafiktreiber neu installiert. Ich vermute, dass es daran liegt, am neuen Grafiktreiber. Ich habe schon eine Nummer später wieder installiert, aber das hat auch nicht geholfen. Es ist aktuell ein bisschen schmutzig. Hör zu, Kind. Ein Kinderspiel. Du hast genug davon gesehen. Liegst du falsch, wirst du vergehen. Oft kann die blaue Blume Wurzeln schlagen, doch nur am Menschen wird sie Früchte tragen. Bestimmtes Ergo. Gut, passt schon. Wo geht's lang? Ja, wahrscheinlich da unten dann. Ich bin irgendwie ein bisschen gestresst. Ich bin minimal gestresst hier gerade. Oh, okay. Da kriege ich Störung von diesen Gelben. Oh, oh. Hier ist irgendwo einer. Nein, oh, ich habe nicht aufgepasst. Ich habe nicht aufgepasst. Hab vergessen, dass ich von den gelben Steinen Störung krieg. Ah, oh, verdammt. Mist. Nun gut. Kann ich hier zumindest ein bisschen vorbeilaufen? Nicht so richtig, ne? Scheiße. Ah, Hilfe, ich krieg hier. Hören Sie bitte auf damit. Hören Sie bitte auf. Mein Gott, was ist er denn für ein Kumpel gewesen jetzt? Ich glaube, da lang geht's zum Hotel. Oder? Bin mir überhaupt nicht sicher, wo ich hin muss. Man war hier auf jeden Fall schon. Nee, hier unten ist ja die Gegend, wo ich gerade vorhin Kills gemacht habe. Warte mal, ich hab doch hier noch sowas dabei. Hier, die da. Attributsreinigungsampullen. Die könnten eventuell nützlich werden. Hier geht's nicht weiter. Scheiße, wo muss ich denn hin? Da ging's jetzt auch nicht weiter. Warum bin ich hier in die Richtung gelaufen? Man weiß es nicht.
Das ist doch eine Attributsreinigungsampulle. Geht's jetzt nur schneller? Wahrscheinlich. Ich habe den Weg komplett vergessen und die Musik treibt mich gerade voll in den Wahnsinn. Ich bin super aufgeregt, weil hier die ganze Zeit so ein Klopfen ist und so ein... keine Ahnung was. Okay, dann doch nicht in die Richtung. Dann geht's da runter? Vielleicht? Bin ich nicht gerade von hier gekommen? Hallo? Kann mir mal einer Straßenschilder zeigen? Tut mir leid. Ist jemand da? Ich weiß nicht, wo es lang geht. Ich habe mich verlaufen. Hallo? Hallo? Ich bin nur eine arme Puppe. Doch da hoch? Wahrscheinlich doch da hoch. Hey! Oh no. Hey, so there's something horrible in front of the hotel. It might be worse than what we saw at the cathedral. Alright, tighten up your springs and let's go. Hier geht's doch zum Zirkus. Ach, Moment, stimmt. Ach, ich bin ein Depp. Die Kathedrale ist ja hinterm, das Hotel ist ja hinterm Zirkus von hier aus gesehen. Nee, du da unten, bleib mal weg. Oh nee, dich hab ich doch schon bezwungen. Können wir vielleicht... Was ist mit dir eigentlich? Kannst du bitte abhauen? Wir sind jetzt beschäftigt. Die Erwachsenen wollen jetzt miteinander spielen. Ach, fuck. Ich hab nicht aufgepasst. Scheiße. Shit, 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 shit. Das ist gar nicht gut jetzt. Ich hab nicht auf meine Axt aufgepasst. No, die ist kaputt gegangen. Oh, no. Ich hab vergessen, dass Verfall auch meine Ausrüstung kaputt macht langsam. Mit der Zeit. Oh, ist das ärgerlich. Oh, Mann. Ich habe vergessen, dass Verfall das tut. Scheiße. Das wäre ein easy kill, easy first try gewesen. Oh, Mann. Das ist jetzt... Tja. Das ist jetzt saublöd. Mal gucken, ob ich es nochmal so gut hinkrieg, aber... Die Gefahr ist immer...
Oh shit. Ja, so wie es zu erwarten war. Kacke, ich hätte auf den Verfall achten müssen, Mann. Ach, oh. Oh. Oh, ist das dumm. Ich bewerfe ihn jetzt mit einer Streugranate. Mal gucken, ob das hilft. Bei dem anderen Gegner hat es auch geholfen. Scheiße, ich wollte heilen und nicht diese dämliche Streugranate schmeißen. Ich wollte eigentlich heilen. Und dann hat er die Streugranate geschmissen. Dumm. Eiserner Schutz beschützt vorübergehend das aktuelle Ergo selbst beim Tod? Nee. Reduziert Präsenz? Nee, ich will ja Wurfobjekte haben. Eine Kette. Eine Kette, die kraftvoll geschwungen werden kann, fügt jedem in der Umgebung Schlagschaden zu und wirbelt getroffene Gegner herum? Nee. Kadaver-Körperflüssigkeitsflasche. What the fuck? Elektroblitz. Elektroblitz klingt doch schön. Bewerfen wir ihn mal mit Elektroblitzen. Ah, das Spiel ist schon cool. Muss man schon sagen, es... Der eine Gegner war zwar, der hat mich zum Aufhören gezwungen. Was? Ja, kleiner Mann. Komm mal her. Oh nee, das war ein Grab. Shit. Oh. Au. Mist. Och, warum ist denn der erste Try auch wegen diesem Scheiß-Zeug kaputt gegangen? Oh. Oh Mann, das wäre so ein guter First Try. Oh. Oh. Das ist so ärgerlich. Oh. Da komme ich jetzt nicht mehr drüber hinweg, ne? Da komme ich für heute nicht mehr drüber hinweg. Notfallschutz beschützt. Achso, nee, das war das. Fabelkatalysator bringt mir nichts. Spezialwiderstand.
Ah, das wird Spezialstatus leisten wahrscheinlich. Leiden. Status leiden. Thermit, ich probiere es mal mit Thermit. Mal schauen, was das sie macht. Und ich zünd meine Waffe an. Im YouTube-Video alles rausschneiden. gut, das Termit hat ihm gut Schaden gemacht. Auf jeden Fall. Aber ja. First try zu sagen. Hier stimmt. First try! Voll ausrasten. Kein Termit mehr. Was haben wir denn sonst noch so? Ich muss doch noch irgendwo im Lager. Das wird doch alles ins Lager gepackt. Habe ich doch noch einen Haufen von diesem Zeug. Ach, das war der Griff. Shitty McTiddy. Mist, zu spät. Oh. Nein, 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 nein. Shit, fuck. Falsche Taste gedrückt. Ach, Kacke. Alles verkackt gerade. Zweimal falsche Tasten gedrückt und Quatsch gemacht. Einmal wollte ich einen schweren Angriff machen, weil er so geleuchtet hat, und dann wollte ich meine Waffe schleifen und habe andere Dinge getan, und dann hat er in die Tasche gelangt und nachgeschaut, ob da noch alles da ist. Warte mal, wenn ich mich hier hinsitze, komme ich dann nicht Lager benutzen? Hier waren doch die dicken Kugeln, müssen doch hier noch haufenweise sein, oder? Ich habe bestimmt haufenweise davon. Nee, echt nicht. Warum ist hier nichts? So viele dicke Kugeln hatte ich gar nicht. Legionsmagazin, nee, brauche ich alles nicht. Nee, das ist unnütz. Tja. In der Abwärtsspirale. Sieht fast so aus, ne? Nee, jetzt kriege ich ihn. Jetzt kriege ich ihn. Nochmal kurz gucken, ob ich noch irgendwas habe, was ich auf ihn schmeißen kann. Oh, ein Sägeblatt. Es kann geworfen werden, um die Aufmerksamkeit eines Feindes
Kontinuierlich Hiebschaden. Das nehme ich. Dir zeige ich's. Dir zeige ich's, Pat. Okay, den Try schneiden wir raus. Wir machen das Ganze nochmal. Okay, Pat, kannst du nochmal das gleiche schreiben wie eben? Gleich, also nachdem ich das gesagt habe, jetzt warte, was habe ich denn gesagt? In der Abwärtsspirale, jetzt schaffe ich ihn. Jetzt kriege ich ihn auf jeden Fall hin. Jetzt stirbt er, jetzt muss er dran glauben, der Hund. Viel Erfolg beim First Try. Yeah. Tilo, grüß dich. Hi. Du packst ihn nicht. Ich glaub nicht dran. Ja, und jetzt kriege ich hier schon wieder fett auf die Fresse, ne? Nee, da wollte ich was probieren. Da wollte ich rumprobieren. Ey, das gibt's nicht. Das gibt's gerade nicht, ne? Das gibt's nicht. Ich komme gerade nicht klar. Ach komm, währenddem ich dieses Ding benutze. Los. Ja. Seltsam. Ja. So, jetzt ohne Schnickschnack, ohne Spielzeug, ha? Jetzt muss ich ihn ohne Zeug machen. Mist. Sehr, sehr ärgerlich. Irgendwann wird der First Try was. Ach. Jetzt müssen wir dann aufhören drüber zu reden, weil jetzt wird es langsam nur umso peinlicher für mich, dass ich es vorhin verkackt habe. Achso, das ist was anderes, okay. Ah, zu spät. Oh, und der Griff. Ah, alles Mist. Und jetzt muss er so einen kleinen Pisskopf dabei haben, ne?
Jetzt hat er sich so einen kleinen Pisskopf besorgt. Noch einer. Nein, 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 nein. Ja. Oh, war das knapp. Huch, schon wieder. Oh, das war jetzt aber auch wieder furchtbar knapp, ey. Oh, und die Waffe wäre schon wieder fast kaputt gegangen und ich hätte es nicht bemerkt, ne? GG, dankeschön. Oh, wäre natürlich wesentlich schöner gewesen, wenn das im First Try geklappt hätte, aber Satz mit X. What's happening now? Ja, das frage ich mich allerdings auch. Wo bin ich denn hier? Da geht's lang. Okay, kann ich bitte einmal Heilung kriegen? Bevor es jetzt hier um die Wurst geht oder so? Was passiert jetzt? Was ist denn hier passiert? Hypocrite. Okay. Ja, hier hat es schon immer geleckt in dem Haus. Kann ich einmal leveln, bitte? Den Stargazer reparieren. Benutzen. Hübschi. Hi. Stufenaufstieg. Jetzt kann ich leveln. Keine Ahnung. Ich weiß nicht was. Gehen wir einfach auf Leben. Passt. So, was ist hier passiert, gute Dame? I was worried because I didn't hear from you. The stalkers have kidnapped Geppetto. It was the fox, the cat and the black rabbit brotherhood. Moment. But really, I sense Simon is behind this. First. Die schwarzen Kaninchen, die habe ich doch schon gekillt. Ah, wobei, nee, die sind abgehauen, glaube ich. I'll try to figure out where they ran off to. Antonia might know a secret passage. Try asking her. Mensch. Alle mitgenommen. Jetzt kann ich nichts. Ja doch, hier kann ich Legionswaffe wechseln, herstellen. Kann ich noch was herstellen? Ich würde gerne bei Aegis die Konterladung. Kann ich leider nicht kaufen. Schade. Soll ich was zum Essen bringen? Warte mal noch. Nee, ich komm hoch. Ich bin in einer Stunde 20 Aufnahme. Und eine Stunde 30 wollte ich ungefähr machen. Jetzt gucke ich mich noch hier kurz um. Was hier geht. Antonia. Ist Antonia nicht hier? Ich dachte, Antonia wäre hier irgendwo. Geppetto, ich komme mal kurz zu dir, weil ich habe nämlich Zeug bekommen. Mensch, ihr könntet auch mal aufräumen. Vor allem den umgeschütteten Wein, der gute Wein. Meine Güte. Überall. Was ist hier los? Who's there? I'll never open this door. You might as well give up. Oh, it's you. Is it safe out there? Yep. Okay. Come in. Wer war nochmal Eugene? I'm sorry, child. Ah. Du warst Eugene. Ja, Geppetto has been kidnapped. Ich muss trotzdem erstmal leveln.
Andere Dinge sind absolut unwichtig. Ich weiß nicht mehr, was ich leveln will. Ich level das, was gut klingt. Perfekter Block verursacht Steifheit, bricht die feindliche Haltung, wenn perfekter Block erfolgreich war. Ah, klingt spannend. Fabelslots, nope. Erhöhte Anzahl der ausgerüsteten Amuletts, nope. Erhöht die maximale Anzahl der spezieller Schleifsteinnutzungen. Nehme ich. Geht das dann nur, wenn es voll ist? Weiß ich gar nicht. Ah, und jetzt habe ich nochmal ganz viel anderes Zeug, was ich hier dazu packen kann. Erstmal ganz nach unten. Wertet den Angriff von Fabelkünsten auf. Reduziert Waffen. Erst wenn es voll ist. Moment. Dann sollte ich diesen Slot füllen. Schneller Wundstein-Einsatz. Oh. Ja, mache ich. So, jetzt warte mal. Jetzt habe ich hier... die sind alle voll. Okay, gut. Deswegen habe ich das nämlich so gemacht, ne? Damit die voll werden. Okay, verstehe. Verstehe. Das passt. Form ändern. Was war die Form nochmal? Auf kurze Haare ändern. Ich fand das eigentlich ganz witzig. Wait. Dass meine Haare wachsen, obwohl ich eine Puppe bin. So, was ist mit dir? Das ist ein Relief. Being trapped somewhere. Das ist das Schlimmste. Tut mir leid, ich sollte dir zuerst danken. Du hast mich anfangs an den Hund erinnert. Wahrscheinlich, weil ihr beide mein Leben gerettet habt. Ich bin euch ewig dankbar. Noch was zu sagen? Nee. So. Ja, von euch will ich eigentlich gar nichts. Es hieß, mit dir muss ich hier reden. Geppetto wurde entführt. Die Alchemisten haben das Ganze geplant, während wir uns hier versteckt haben. Nie im Leben hätte ich mit einem Angriff auf das Hotel gerechnet, aber ich glaube, wir können sie aufspüren. Hinter meinem Porträt befindet sich ein Durchgang zu ihrer Basis. Das Hotel hat früher mit den Alchemisten zusammengearbeitet. Spiel diesen Akkord auf dem Klavier in meinem Zimmer. Das wird den Geheimgang öffnen und du kannst Geppetto retten. Okay. Alle weg. Jetzt kann ich mal gucken, ob ich die Waffe nochmal schnell leveln kann, ne? Kann ich nicht? Doch, ich kann doch hier irgendwo runterhüpfen. Eben. Hier gibt's eine Story, ja, so eine richtige, die man auch verfolgen kann. Die auch Sinn macht und die man versteht. Hallo, du sollst mir mit meiner Waffe behilflich sein. Ah, der Alidoro, der verdammte Verräter. Ich hab's mir schon fast gedacht. Ich wollte ihn ja gar nicht hierher lassen. Ja, genau. Lass mal nach den Waffen gucken. Hallo, Jetzt. Danke, Waffe verbessern. Kann ich sie verbessern? Ich kann sie verbessern. Nice. Und nochmal. Yes. Und nochmal? Nee, jetzt ist sie plus 10. Feuerachs plus 10. Let's go. Jetzt gibt's richtig auf die Fresse. Leute. Achso, und warte mal. Nee, hier ging ja nicht mehr, ne? Warum? Was fehlt mir hier nochmal? Nicht wechseln. Herstellen. Legionsstecker ausverkauft. Ich brauche einen Legionsstecker, dann kann ich die Konterladung machen. Ja, die Puppen sind böse geworden und greifen die Menschen an. Das ist ja so ziemlich am Anfang, wird einem das ja klar gemacht. Das ist ja quasi das allererste, was passiert. Eine Tonleiter spielen.
Antonia, du bist doch die Verräterin hier in der ganzen. Ich denke, Antonia war's. So, ich denke, das dürfte jetzt Richtung Endbossgebiet, Endgebiet gehen hier tatsächlich. Ist meine Vermutung. Cool, hier sieht schon wieder richtig cool aus hier. Für alle, die Lies of P vielleicht noch schnell irgendwie, vielleicht sogar vor Elden Ring mal schnell durchspielen wollen. Lies of P ist im Game Pass noch enthalten. Und der kostet, wenn du den testest, den ersten Monat ist er kostenlos. Also wenn ihr Lies of P spielen wollt, holt euch kostenlos einen Monat den Game Pass, ballert Lies of P durch und haut das Abo danach wieder weg. Wäre eine Möglichkeit. Oder auch selbst wenn ihr den Game Pass bezahlen müsst, dann zahlt ihr ja, glaube ich, 12, 13 Euro dafür. Könnt Lies of P zocken. Also so kommt man teilweise günstig an Spiele. So habe ich es damals zum Release von Jedi Fallen Order gemacht. Da habe ich mir den EA Game Pass Gedöns geholt. Wie heißt das bei EA? EA Plus oder so? Nee, das war was anderes. PlayStation Plus. Wie heißt denn das bei EA nochmal? Ach, ist ja auch egal. Ihr wisst, was ich meine. Das Gaming-Abo von EA, das habe ich mir geholt, damit ich Jedi Fallen Order damals durchspielen kann. Ja, ey, Fortschritt gemacht in Lies of P. Voll gut. Danke fürs Einschalten, YouTube. Und nächste Woche geht's weiter. Nächste Woche gehen wir wieder in Lies of P rein. Und dann wird hier an dieser Stelle weitergemacht. Haut rein. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.